Löffel, Suri. Und da kommt noch der Abschluss und auch das Tor. Jani Lajonen mit dem 1:0 für den HC Lugano. Bis zur 34. Spielminute also mussten wir uns gedulden bis zum ersten Treffer dieser Partie. Jani Lajonen nun also mit seinem 6. Treffer. Und er fällt nicht mehr im Powerplay, denn die Strafe gegen Bykov war seit einer Sekunde abgelaufen. Offiziell also bei 5 gegen 5 hier dieser Treffer. Und das setzt er noch nach und trifft noch. Alessandro Chiesa 2:0. Dritter Saisontreffer für ihn und wenn ich sage, Lugano versucht natürlich jetzt mit diesem 2:0 Vorsprung hier, mit diesem 1:0 Vorsprung in die zweite Pause zu gehen, dann ist das jetzt natürlich noch die Steigerung. Der perfekte Ausgang, auch wenn das zweite Drittel noch nicht zu Ende ist, aber wenn dann die Tessiner gar mit einem 2-Tore-Vorsprung. Das ist Gunderson. Zur Kirche noch einmal Gunderson und er trifft Anschlusstreffer. 44. Spielminute. Ryan Gunderson bezwingt zur Kirche. Dritter Saisontreffer für ihn. Und Ryan Gunderson gegen Lugano schoss er überhaupt sein erstes Tor in der National League. Aus Fribourg-Gotteron in der Korn Arena mit 4:1 gewonnen und hier gelingt es Zurkirchen nicht, diese Scheibe, die er im ersten Anlauf zwar parieren kann, eben weg. Nicht geahndet, keine Strafe, dafür hier aber die Entscheidung, das Tor zu 3:1. 22 Sekunden vor dem Ende.